fand nen 100-Euro-Schein, er lag so auf dem Weg. Ich dachte, oha, wer hat denn den da hingelegt? Ich hob ihn auf und sah mich um und steckte ihn schnell ein und freute mich den ganzen Heimweg ins Geheim. Endlich hab ich 100 Euro, was kann ich damit machen? Für 100 Euro kriegt man circa 50 schöne Sachen. Früher waren es mal 100. Ich könnte 100 Euro in Aktien investieren oder 100 Euro beim Pokern verlieren. So viele Ideen und so viele Visionen. 100 Euro, wie viel ist das in Melonen? Vielleicht rufe ich ein paar Freunde an, dann feiern wir ein Fest. Oder wir machen 50-50, aber wohin mit dem Rest? Oder ich gründe ein Startup, ich hätte viel zu bieten. 100 Euro zum Beispiel, will mir jemand was vermieten? 100 Ideen und so viele Optionen. 100 Euro, komm, wir machen was mit Drohnen. Zu Hause holte ich ihn raus, den kleinen grünen Schein. Und dann bin ich erschrocken, wie könnte es anders sein? Vorne war er grün wie Waldmeister-Eis, von vorne alles gut, aber hinten war er weiß. Irgendjemand hatte ihn als Werbung kopiert und zu allem Übel auch noch völlig falsch skaliert. Dann hat er ihn verloren und sich nicht mehr umgeschaut und mir mein Leben die Laune versaut. Erst wollte ich ihn finden und ihm Ohrfeigen geben, aber dann dachte ich mir, hey, so ist halt das Leben. Das Leben ist wie ein einseitig bedruckter 100-Euro-Schein. Erst denkt man sich, oh ja, und dann aber, oh nein. Ja, das Leben ist wie ein defektes Raststättenklo. Erst freut man sich, juhu, und dann aber, oh no. Ja, das Leben ist wie Tätowieren auf hoher See. Erst denkt man, es wird schön, ein Anker, und dann aber auch nee. Ja, das Leben ist wie mit Eiern jonglieren ohne Hände. Erst denkt man, na, das läuft doch, und dann ist es schon zu Ende.